liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Ich werde vloggen. Heute ist Sonntag, die Sonne scheint. Ich war gerade schon draußen, es ist warm. Es sind 7 Grad. Ich habe gute Laune. Bin ausgeschlafen und gut gelaunt, wie Nina Chuva sagen würde. Nein, und ich dachte mir, ich vlogge heute und die nächsten Tage so ein bisschen peu à peu. Ich muss heute tatsächlich auch noch mein Video filmen, was ihr dann letzte Woche gesehen habt. Begleitet mich, seid dabei. Ich werde jetzt erstmal rübergehen und ein bisschen Ordnung schaffen im Schlafzimmer und dann ein bisschen was arbeiten am Schreibtisch. Wir haben es kurz vor 11 und was ich heute schon bemerkt habe beim Aufstehen, ich bin ja gerade in so meiner spirituellen Phase, ich will es nicht Phase nennen, es ist einfach ein neues Leben, eine neue Lebenseinstellung. Aber im Moment gibt es für mich viele Fokusthemen, wo ich verschiedene Dinge versuche zu manifestieren. Und dass ich mich mehr fokussieren muss auf gewisse Themen und gewisse Menschen, habe ich vor allem nach meinen Bewusstlosigkeiten Anfang Januar gemerkt. Und da gab es eigentlich 3 Themen, die im Vordergrund standen. Und ich habe aber sehr viel Gehirnschmalz und Manifestationsarbeit woanders hin geleistet, was eh auch wichtig ist und das ist gut, dass ich das gemacht habe, aber es passiert gerade was Wichtiges in meinem Leben. Ich kann es euch im März erzählen und dahingehend habe ich nicht so viel manifestiert bzw. visualisiert. Also für mich ist es ganz wichtig, oder nicht nur für mich, es ist allgemein wichtig, dass man sich seine Träume und Wünsche oder ja, dass man genau festhält, wie das aussehen soll. Und sich vor allem aber auch da reinfühlt. Wie soll sich das anfühlen? Wie fühle ich mich, wenn ich ja, dieses Leben lebe? Und mit diesem Ding oder etwas oder wie auch immer, damit lebe. Und ich habe jedenfalls heute Morgen gemerkt, ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, was speziell mein Traum ist dahingehend. Deswegen funktioniert das auch gerade noch nicht, obwohl ich schon sehr lange daran arbeite und Dinge dafür tue sozusagen. Ich versuche das jetzt gerade die ganze Zeit zu umschreiben, wie ihr merkt, aber ich arbeite darauf hin irgendwie und gebe mein Bestes. Aber alles, was ich tue, verläuft so ins Leere. Das ist aber, weil ich gar nicht genau weiß, was ich will. Gut, soviel zu dem Thema. Ich gehe drüber und mache eine kleine Timelapse mit euch. Das war früher mein absolutes Lieblingsblusel. Ich hatte das ewig nicht mehr an. Ich habe das heute mal angezogen. Zu der Hose fand ich, war ein bisschen, hat es nicht so gepasst. Aber ich werde das vielleicht diese Woche mal wieder anziehen. Wobei es eigentlich zu kalt ist. Es ist eher so eine Frühlings- oder Herbst-Übergangszeitsbluse. Das hatte ich auch ewig nicht mehr an. Deswegen dachte ich, ich rocke das jetzt mal. Schaut mal, ich habe es mir geholt. Ich konnte auch buchstäblich, also ich lese ja gerade sein Buch, Der Duft von Schokolade, aber ich hatte das dann schon da liegen und ich konnte es nicht erwarten. Ich brauchte einfach diese Liebesgeschichte in meinem Leben und es fängt schon so geil an. Und Der Duft von Schokolade ist gut, aber es ist so, nervt mich auch ein bisschen, weil ich rede so viel über Düfte und irgendwie die Liebesgeschichte kommt nicht in Gang und irgendwie die Frauen, die ihr verliebt ist, die finde ich gerade erstmal nicht so sympathisch. Und das ist viel näher am heutigen Leben dran. Ich meine, das spielt in Wien 1881 oder so. Aber das spielt im Jetzt und ist einfach eine Geschichte, wie ich sie gerade in meinem Leben brauche. Ich habe mir ein neues Geschirr gekauft von Montella Mio. Zeige ich euch noch. Okay, es sind jetzt circa 2 Stunden vergangen. Bin super vorangekommen. Meine Haare sind ein bisschen getrocknet. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann filme ich, glaube ich, mein Video. Aber zuerst muss ich mir noch Gedanken machen, worüber ich im Radio reden kann. Es gibt immer was. I've got sunshine. Ey, das habt ihr alles jetzt nicht mitbekommen. Kurz bevor ich mein Video, was ihr jetzt letzte Woche gesehen habt, gedreht habe. Ich habe es eh letzte Woche im Video erklärt. Ich muss nichts sagen, aber auf jeden Fall die ganze Jan Böhmermann 13. Februar Geschichte, Euda,
dass ich heute nochmal so heulen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber naja. Jetzt schneide ich gerade das Video, mach's ready und dann, also wir haben jetzt 16 Uhr, habe ich jetzt noch ein Stündchen Zeit und dann mache ich ungefähr los. Jetzt ist die gute Frage, ob ich noch ein bisschen produktiv bin oder nicht. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen produktiv. Auch ich habe nicht immer Lust, produktiv zu sein, aber man muss manchmal einfach durch. Und schwer erkennen kann, bin ich schon wieder rum und im Schlafanzug. Wie finde ich immer Schlafanzug? Martha meinte, den kann ich zum Harry Styles Konzert anziehen. Das finde ich eine richtig gute Idee. Entweder ich gehe so oder mach auf mit einem weißen Tanktop oder mach so. War schön bei Martha, wir haben unsere Vision Boards angefangen. Danach habe ich mir noch Sushi geholt bei meinem Lieblings-Sushi-Space. Und dann habe ich noch die letzte Folge von You geguckt, von der vierten Staffel, die fünfte Folge. Weiter geht es erst am 9. März. Und wenn ich darum denke, also egal, 9. März ist wie ein anderes Leben. ja, war ein guter Tag. Und dann ist der morgige Tag. Und ich freue mich schon auf morgen. Neue Woche, neues Glück, Sachen geschafft bekommen. Es ist gerade so viel los auf Arbeit. Das macht mir aber Spaß, weil es ist alles wichtig und deswegen, ja, also es macht auch alles Spaß. Man hat keine Zeit für die Sachen, die einem keinen Spaß machen, weil auch die Sachen, die einen Spaß machen, sind wichtig. Macht das Sinn? Ja. Mittwoch, also jetzt ist nämlich Eventwoche. Mittwoch haben wir unser Event, wo wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet haben. Bin ich gespannt, wie es läuft. Aber wir sehen uns erstmal morgen früh. Hallo ihr Lieben! Wie cool ist dieser Pullover? Bewusst. Das ist unser Bewusstsein-Merch sozusagen. Gebt Bescheid, wenn ihr auch so einen gerne hättet. Dann vielleicht bringen wir wirklich Merch raus. Aber bewusst ist ein Wort, was mir mittlerweile so viel bedeutet. Ich finde das so vielsagend. Und so schön, dass Bewusstsein heißt. Muss mal kurz meine Brille sauber machen. Ich habe mich jetzt hier nochmal kurz eingefunden, um mit euch über Jeansproduktion zu reden. In Verbindung mit meiner Kooperation für dieses Video mit Armed Angels. Wie passend eigentlich das Jeans im Hintergrund liegt. Und ich habe auch gerade eine an. Ich zeige euch dann auch noch. Oh, mein Stuhl. Ich zeige euch dann auch noch ein Outfit mit dieser Jeans tatsächlich. Aber vorher wollte ich über Jeansproduktion im Allgemeinen nochmal sprechen. Ihr wisst ja vielleicht schon aus meinen letzten Kooperationen mit Armed Angels und überhaupt, dass sie einen sehr, sehr großen Wert darauf legen, die Jeansproduktion nachhaltiger zu gestalten. Was heißt das genau? Sie legen sehr großen Wert darauf, keine toxischen Stoffe bei der Herstellung ihrer Jeans zu verwenden, also Chemikalien, Pestizide etc. etc. Ihre Biobaumwolle, die sie dafür benutzen, ist auch ohne Pestizide. Und vor allem aber auch gehen sie mehr und mehr auf Recycling, weil, ist ja auch ganz klar, die Herstellung von neuem Material ist immer ein bisschen schlechter, sage ich jetzt einfach mal, als etwas zu benutzen, was es schon auf dieser Welt gibt. Und unter diesem Licht steht jetzt das neue Detox Denim von Armed Angels, wo ich auch eben gerade zum Beispiel diese Hose anhabe. Das ist meine neue Hose aus der Kollektion. Und ich zeige euch bei meinem Outfit-Video, was jetzt im nächsten Clip kommt, dann wahrscheinlich, wie ich style mit meinem anderen neuen Lieblings. Denn Teil, ich kann es euch jetzt kurz zeigen. Ganz kleiner Vorgeschmack. Denim kann halt so vieles sein. Für mich ist Denim meistens was einfach unten stattfindet. Und oben habe ich halt, ja, meistens keine Jeansstoffe oder so an. Aber es geht auch anders. Und ich finde es cool, wenn Denim jetzt wieder auch in Form von Jacken bei mir einzieht und vielleicht auch in Form von Kleidern. Ich weiß, als Kind hatte ich so ein Jeanskleid, das habe ich geliebt. Wenn die Modeindustrie es irgendwie hinbekommt, das nachhaltiger zu gestalten und wirklich etwas Neues zu schaffen aus dem, was es schon gibt, dann umso besser. Jetzt entlasse ich euch aber in mein Outfit, was ich damit zusammengestellt habe. Good morning, beautiful peeps. Herzlich willkommen zum Montag. Es ist Montagmorgen. Leider nicht so hell, wie erhofft, aber ich wollte euch ganz brav mein Outfit kurz zeigen. Ich durfte mir
wieder zwei Teile bei Armed Angels raussuchen. Tausend Dank dafür. Und bin ungefähr das glücklichste Mädchen. Und diesmal ist wirklich mein allerliebstes neues Lieblingsteil dabei. Das kommt gleich. Aber erstmal zeige ich euch die Base. Die Base ist nämlich diese Hose. Das ist Leani. Die habe ich schon in anderen Farben. Und das ist jetzt die Farbe Blue Base. Ich gehe mal ganz weit zurück. Ich nehme mein Kleid ab. Dann könnt ihr sehen, wie weit sie geht. Chuck, chuck, chuck. Meine liebste Jeans, die ich jetzt habe. Da die Jeans sich immer ganz schön weiten, ist ja normal, bei Jeans habe ich diese jetzt mal tatsächlich zwei Nummern kleiner genommen. Und das ist jetzt für mich die 27-32 und die ist perfekt. Auch die hier oben ist bei mir aber immer so, weil meine Taille so klein ist, ist hier oben noch ein bisschen Platz, was aber gut ist beim Sitzen. Und man kann ja auch einen Gürtel tragen. So, jetzt kommt mein neues Lieblingsteil. Diese Jacke. Wie cool ist diese Jeansjacke? Ein Moment für diese Jacke. Sie ist so cool. Ich habe sie auf der Website gesehen und ich war in love. Ich wusste, wir sind eins. Und diese Jacke kann man komplett zuknüpfen. Und so habe ich sie jetzt meistens getragen. Und ich habe auch diesen Double Denim Look getragen, obwohl das nicht dieselben, genau dieselben Jeans-Töne sind, passen sie, finde ich, trotzdem ganz gut zusammen. Und ich mag Double Denim persönlich. Auf jeden Fall habe ich sie immer zugemacht, like this, und bin so durch die Weltgeschichte getourt. Ich habe es natürlich hier zugeknöpft. Das ist Lysan Denim in Wavy Blue. Und die kann man zu, ich habe diese rote Hose dazu, kann man sie anziehen zu schwarzen Hosen. Also man kann sie überall zu allem anziehen. Ich glaube, jetzt, wenn es wärmer wird im Frühjahr, werde ich sie auch einfach so als drüber Jacke anziehen. Und ja, sie ist einfach so ein schönes Basic. So, so schön verarbeitet. Also was heißt Basic? Sie ist ja nicht Basic. Sie ist irgendwie was Besonderes, aber sie ist einfach sozusagen fester Bestandteil. Basic Bestandteil von meinem Kleiderschrank jetzt. Und deswegen liebe ich sie. Ich mag diese Sache an der Taille, weil ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, oder ist irgendwie mein Wunsch, mehr passende Sachen zu tragen. Also im Sinne von eng anliegende Sachen, weil ich bin immer so ein bisschen weit unterwegs, ist auch okay. Man hat solche und solche Tage, aber irgendwie, wenn Sachen deinen Körper gut umspielen, fühlst du dich irgendwie anders. Ich weiß nicht. Und ich habe gerade viele Tage, wo ich mich einfach snatched fühlen will. Und da ist diese Jeansjacke einfach perfekt. Und ja, das ist mein 90s Outfit. Ich nenne es immer 90s Britney Spears und Justin Timberlake. Das bin ich in diesem Outfit. Mit meinem Code NORA15 bekommt ihr wieder mal 15% Rabatt auf euren Einkauf beim Lovely Armed Angels. Schaut unbedingt vorbei, wenn ihr solche Teile wie das, nenne ich Liebesteile. Also falls ihr auf der Suche nach einem Basic oder Liebesteil seid, Armed Angels ist euer Mann, eure Frau, eure Seite auf jeden Fall. Nora 15. Ich wünsche euch einen recht schönen Tag. Möge Super Bowl Performance von Rihanna mit euch sein. Ich werde sie mir jetzt gleich auf der Arbeit anschauen. Hallo ihr Lieben. Es ist mittlerweile Abend. Es ist 18.42 Uhr. Ich setze mich jetzt nochmal hin und arbeite ein bisschen. Wir haben gerade schon Abendbrot gegessen. Abendbrot sagt man hier irgendwie in Wien nicht. Die sagen Abendessen. Auf jeden Fall nicht Abendbrot. Es ist soweit. Die allerletzte Woche, ja, in diesem Erfolgsjournal ist beschrieben. Also werde ich jetzt gleich machen. Ich werde jetzt noch meine Wochenreflexion einfüllen. Sinn und Motivation. Wie habe ich diese Woche meine Werte gelebt? Also letzte Woche. Was habe ich die Woche gut gemacht und was mache ich nächste Woche anders? Und dann konkludiert das dieses Buch. Und ich gucke jetzt mal, wann ich das erste Mal hier reingeschrieben habe. Ich liebe sowas. Es ist fast genau 2 Jahre her. Am 21.02. Am 21.02.2021. Da habe ich ja bestimmt noch voll andere To-Dos. Da habe ich noch in Erfurt gewohnt. Ich bin dankbar für Sonne und schwarzen Tee. Ich freue mich auf, das Pitch-Video im Kasten zu haben.
Tagesfokus, Pitch-Video abdrehen und genau das Konzept. Ah, da haben wir unser Pitch-Video für Wurstschein gedreht. Dann steht hier noch Texte Synagoge, also die auf der To-Do-Liste. Texte Insta, Videofilm, Reels-Film. Da habe ich noch meine Reels gemacht. Und dann Gedanken, Ideen, Erfolge. Es tut gut, Sachen abzuschließen. Ja, das sind so die Sachen, die mich damals beschäftigt haben. Und heute sind es andere Sachen, aber das hat alles seinen Platz. Auf jeden Fall hat leider das Erfolgsjournal für mich keinen Mehrwert mehr im Sinne von To-Dos, weil ich habe zu viele und die passen hier nicht alle drauf. Wobei die letzten Wochen das schon ganz gut funktioniert hat. Vielleicht sollte ich es mir doch nochmal anders überlegen. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall das 6-Minuten-Tagebuch vorgeholt. Also sozusagen das Original von Your Best Self. Das ist der Verlag dahinter. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist auch keine Werbung jetzt. Ich bin einfach wirklich begeistert. Damals im Rahmen von dem haben wir, glaube ich, kooperiert. Aber ist meine ganz ehrliche Meinung jetzt. Und dieses 6-Minuten-Tagebuch, ich liebe es einfach so, das war das, was mir jetzt in den letzten Wochen am meisten daran gefallen hat, morgens und abends einfach zu reflektieren und diesen Habit-Tracker zu haben, aufzuschreiben, was mir gefallen hat irgendwie an dem Tag, worauf ich mich freue, das fand ich halt süß und das ist halt einfach, passt zu meinem Achtsamkeitsvorhaben, was ich gerade habe. Auf jeden Fall gab es dieses 6-Minuten-Tagebuch in einer ganz schönen lila Farbe und ich liebe gerade lila. Wieder. Lila war früher so meine Farbe, so als ich 6. Klasse war, jahrelang, bis zur 7. Klasse würde ich sagen, also wirklich auch die ganze Grundschule würde ich sagen, so lila ist einfach die Nora-Farbe. Aber so richtiges Lila, ich meine jetzt nicht Flieder-Lila und so Pastell, sondern Bäm, Lila, Violett. Und jetzt wird das ja gerade wieder modern, was ich irgendwie feier. Und ich will irgendwie, meine Mom ist die stylischste und irgendwie trendbewussteste Person, ohne es zu wissen, weil sie hat einfach schon so ein lila Pulli in ihrem Schrank und das einfach mit einem roten Lippenstift, oh mein Gott, to die for. Auf jeden Fall in dieser Farbe habe ich ihn mir bestellt. Da bei meinem Buchladen, freue mich schon sehr, werde euch berichten, wie ich es finde. Gerade habe ich noch so eine Probe von Ein guter Tag Mini. Ich habe mich dann also entschieden, zwischen das 6-Minuten-Tagebuch und Ein guter Tag. Das ist einfach eine andere Firma, es sind unterschiedlich aufgebaut, aber ich fand irgendwie das 6-Minuten-Tagebuch ein bisschen besser. Aber man kann ja auch mal beides probieren. Wahnsinn, wie lange man über sowas reden kann. Aber ich sag's bloß, ich kann es ja empfehlen, meine Kollegin holt sich das jetzt auch. Ich glaube, sie holt sich eh das Erfolgsjournal für sich persönlich. Ja, einfach jeden Tag ein bisschen zu reflektieren, ist echt schön und auch da, ich habe das niemals durchgehalten. Das war immer mal so ein Jahr Pause und dann war sie auf einmal wieder da und jetzt fülle ich noch 3 Tage ein und dann habe ich dieses Ding voll und dann tue ich es in mein Tagebuch rein. Tagebücher gibt es auch noch. Da kann man ja auch reinschreiben, wenn man ein bisschen mehr zu sagen hat. War heute ein guter Tag auf Arbeit. Die Woche geht's rund, ich sag's euch aber, gute Laune. YouTube habe ich diese Woche auch ein bisschen wieder eine stressige Woche. Bewusst schon eh. Alles, es ist immer alles viel. Und diese Woche eventuell auch wieder zu viel, aber danach wird es erstmal wieder chilliger und das ist alles ganz fein und ich mag eigentlich alles, was ich mache. Und irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, jetzt fällt es mir ein. Noch zu dem Thema. Bei einem guten Plan konnte man sich irgendwie gut durch den Winter oder so irgendwas von ihren Angeboten, ihr müsst ja mal selber im Shop gucken, als E-Book runterladen. Und ich habe gestern extra dann mein iPad und mein Stift mal komplett vollgeladen, weil da kann man auch so Sachen eintragen. Und ich fand es nicht so winterthematisch. Ich finde, man kann das eigentlich in jeder Jahreszeit benutzen. Und einfach auch so reflektieren. Also, falls ihr erstmal gucken wollt, wie ihr mit so Reflektionstools und Büchern zurechtkommt, ist das vielleicht was für euch. Müsst ihr mal im Shop gucken. Ich verlinke euch beide Shops mal in der Infobox. So, und jetzt arbeite ich.
Tag, ihr Mäuse. Es ist mittlerweile Dienstagabend und ich habe gerade gegessen. Es gab dieses leckere Curry. Habe ich mir gerade gekocht. Ich habe ewig kein Curry mehr gemacht und es war sehr gut. Könnte ich mir mal öfter machen. Aber ich habe heute Morgen extra noch Tofu kaufen. Ich habe irgendwie eine Sprachschwäche heute, aber der Tag war auch voll und gut, aber irgendwie kommen Purzeln heute komisch aus meinem Mund. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen an den Schreibtisch. Ich habe heute sehr gute News erhalten. Unabhängig davon, ich muss ja auch noch arbeiten. Ein bisschen. Aber nicht für die Agentur bei The Way. Da bin ich immer ganz pünktlich, höre ich da auf, aktuell zumindest. Morgen ist unser großes Event. Ich bin sehr, sehr excited und aufgeregt. Aber es wird alles klappen und gut gehen und da muss man sozial sein mit Menschen, Influencern, Presse, VIPs, Gästeliste, wiiu. Aber kriegen wir alles hin. Ich glaube, ich habe noch nie hier drin gefilmt. Willkommen in unserem Office. Ich wollte noch kurz Hallo sagen. Ich gehe jetzt zum Event. Ich habe Kontakte drin, ganz ungewohnt. Aber ich liebe es und sehr viele Leute sehen mich zum ersten Mal mit Kontaktlinsen, aber die wichtigsten, glaube ich, meine Chefinnen. Aber ja, ich habe diesen wunderschönen Jumpsuit an. Den habe ich tatsächlich von meiner Kollegin abgekauft. Vorne, hinten, aha. Mal sehen, vielleicht gibt der Abend ein paar schöne Bilder her. Ich freue mich, ich muss jetzt los. Kleines Update, der Abend und unser Event gestern war super. Es hat total Spaß gemacht und ich staune echt, was für eine andere Person. Also früher hätte mich sowas verrückt gemacht oder ich hätte Angst davor gehabt, mit so vielen Leuten mich zu umgeben und einfach sozial sein zu müssen, aber es war ja null Problem für mich gestern. Im Gegenteil, es hat Spaß gemacht und ich führe das echt auf das Absetzen der Pille zurück. Das ändert einfach so dein Wesen. Also nicht komplett, aber wisst ihr, so unterschwellig. Schneide ich mal ein Video. Mach mir einen schönen Abend. Es gibt Gnocchi. Ich liebe Gnocchi. Ich glaube, ich schon mal vor ein paar Wochen erzählt. Morgen hole ich mir mein 6-Minuten-Tagebuch ab. Es ist angekommen. Das zeige ich euch dann nächste Woche. Hi Mäuse, hier bin ich wieder in meinem Pulli. Ich liebe ihn. Ich bin wirklich. Ich wollte euch nur Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen beim heutigen Video. Ich habe mir auch ganz passend gerade ein Thema der dunkelblauen Tasse gemacht. Früher habe ich hier immer passend zu meinem Outfit mir die Teetassen ausgewählt. Und in letzter Zeit mache ich das wieder. Aber es macht Spaß. ich komme gerade tatsächlich von Arbeit. Habe mir diesen Pulli jetzt übergeworfen. Ein ganz liebes Paket von Lea bekommen habe mit diesem Pulli, den wir bestellt haben. Und immer wenn Berufsscheinmitglieder für eine gewisse Zeit bei uns sind, also ich glaube nach 3 Monaten oder so, kriegt jeder seinen Pulli und jeder hat so ein bisschen eine andere Farbe. Und ich wollte eigentlich letztes Mal schon diese Farbe, die gab es nicht. Und dann hatte ich so ein Bewusstsein-T-Shirt, was weiß-rot war. Ich habe auch diesen weiß-roten Sister-Pulli, falls ihr den schon mal gesehen habt bei mir. Auf jeden Fall, diesmal gab es die Farbe und jetzt habe ich diesen wunderschönen Pulli, der mich immer daran erinnert, dass ich bewusst sein muss und nicht bewusst los. Habt ein wunderschönes Wochenende. Ich schneide jetzt das Video, schick's ab und mache mir dann was zum Mittagessen und dann lege ich mich ins Bett, weil ich habe tatsächlich meine Tage heute bekommen. Muss gleich meinen Tracker eintragen und fühle mich so ein bisschen schlapp und dass ich heute einfach einen Nachmittag frei brauche. Ich habe auch eine Verabredung abgesagt. Ich freue mich einfach auf Bett, auf Lesen, auf so Ellas Video, vor allem auf Lesen, meine Brownies, die ich gestern gebacken habe und ja, einfach chillen. Deswegen macht's euch bequem, macht's euch schön und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!